Ja, ich glaube, damals, uns war das, für uns ist natürlich jeder Tierhalter, der zu uns kommt, sind sehr emotionale, du hast gerade gesagt, sehr besondere Momente. Und die Menschen, die bei uns sind, haben eine sehr hohe Bindung zu ihrem Tier. Und das haben wir bei dir damals ja, sehr ausgeprägt gespürt. Also ich glaube, Mina war für dich schon ein, ja, ein sehr besonderer Begleiter. Und man konnte dir das anmerken, wie schwer dieser Weg für dich war. Ich habe das auch gemerkt, als wir hier die Reportage über euch gedreht haben. Als ich hierher kam, habe ich auch gemerkt, dass die Menschen, die hierhin, also mit mir hier zu tun hatten, eure Mitarbeiter, deine Familie, mich natürlich erstmal so ein bisschen beäugt haben. So nach dem Motto, jetzt kommt jemand aus dem Fernsehen, wir machen hier eine Reportage, wie wird der wohl drauf sein? Und dann habt ihr relativ schnell gemerkt, oh Scheiße, dem geht's genau wie allen anderen auch. Und bei mir war es ja, oder ist es auch ja jetzt noch so ein emotionales Thema, weil Mina mich ja auch in ganz vielen wichtigen Lebensphasen begleitet hat. Also Mina war ja, ist mit mir ins Studentenwohnheim gezogen. Also wirklich so, man zieht zu Hause aus, den Hund nimmt man mit und dann geht es irgendwie los, bis hin zu, die Kinder werden geboren, die Firma wird größer, mein Beruf wird immer extremer. Und das hat die ja alles begleitet. Und also ich glaube, dass es beruflich nie in diese extreme Richtung gegangen wäre, wenn dieser Kötter mir nicht vor die Füße geplumpst wäre. Und für uns war die ja immer ein ganz normales Familienmitglied. Und deshalb war das natürlich auch nach 16,5 Jahren sehr spezieller Moment. Wie bist du damit umgegangen? Also hast du dich vorbereitet oder ich meine, 16,5 Jahre ist natürlich schon ein Alter, wo man auch damit rechnen kann, dass einen der Begleiter irgendwann mal verlässt. Aber hast du dich da im Vorfeld mit beschäftigt? Jetzt ist 2013 auch schon wieder das sind fast 10 Jahre. Da war das Thema Tierbestattung auch noch nicht so bekannt, wie es das vielleicht heute ist. Wie ist dir das ergangen? Also ich habe grundsätzlich mit dem Thema Tod gar nicht so ein angespanntes Verhältnis. Also ich bin selber Organspender und gehe eigentlich mit dem Sterben relativ rational um. Ich selber habe keine Angst vorm Sterben und ich habe auch nicht so in meinem Umfeld das Gefühl, oh, die sterben jetzt mir alle weg oder so. Und dann war Mina 11 Jahre alt, ich weiß das noch genau, und da sagte bei einem Dreh jemand zu mir, wenn die mal stirbt und den Rest des Satzes war nur noch wow, weil ich schon sofort schossen mir die Tränen ein und sofort, es ist ja auch jetzt wieder emotional, wenn ich drüber nachdenke, war es so, boah, der Hund ist nicht unendlich, der wird irgendwann sterben. Und ich habe mich da ertappt, dass ich 11 Jahre kein Mal darüber nachgedacht habe, wie werde ich die beerdigen? Und dann habe ich so darüber nachgedacht, wie machst du das eigentlich? Und dann habe ich erstmal so gesagt, ja, ich vergrabe die im Garten. Und dann wurde mir klar, aber warte mal eben, was passiert denn, wenn du da wegziehst? Und das ist vielleicht völlig irrational, aber der Gedanke, irgendwann werde ich vielleicht umziehen, aber den Hund kann ich nicht mitnehmen, der war für mich irgendwie gruselig. Vor allen Dingen, weil ich gedacht habe, ich kann ja dann nicht zu den Leuten, die das Haus später mal nehmen, sagen, übrigens, ich würde gerne mal bei euch in den Garten kommen, um ein paar Minuten traurig zu sein. Und dann fing das an. Wie geht das eigentlich los? Wie bestatte ich einen Hund? Wo finde ich da Hilfe? Dann fängt man an, im Internet zu recherchieren, dann guckt man, was es für Möglichkeiten gibt und so weiter. Und dann war relativ schnell, stößt man dann auf euch. Und dann war mir aber noch nicht so richtig klar, ob das richtig ist. Und dann habe ich das zur Seite geschoben. Habe das total so, ach nee, jetzt nicht mehr mit beschäftigt. Und dann wurde die mit 13 relativ krank. Und dann habe ich mich wieder damit beschäftigt. Und dann war ich wieder bei euch und habe wieder gedacht, ah, ich muss mich auseinandersetzen. Und dann war bei uns in der Nähe ja eine Zweigstelle von euch und dann bin ich dahin. Und noch weit bevor überhaupt das Thema war, die stirbt jetzt, sie ist ja noch 3,5 Jahre munter durch die Welt gelaufen. Und ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt, denn es war, die Menschen, die ich da getroffen habe, waren, fand ich, sehr respektvoll mit dem Thema ein Tier bestatten, ein Tier stirbt, Trauer. Aber die haben da auch kein großes Szenario draus gemacht. Also es war jetzt auch nicht übertrieben bedeutungsschwanger und jetzt spielt eine Orgel und weißt du, also so klischeemäßig war es dann auch nicht, aber mir sind da unglaublich empathische Menschen begegnet. Und das war dann eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da fühlt man sich gut aufgehoben. Ja, ist natürlich das für uns enorm wichtig, dass wir in den Standorten Menschen haben, die ja, das Thema verstehen. Im besten Falle haben unsere Mitarbeiter alle selber Tiere und wissen, was in den Menschen, die zu uns kommen, vorgeht. Aber das Gefühl habe ich wirklich gehabt. Und ich kann ein extremes Beispiel sagen. Meine Mutter ist ja letztes Jahr gestorben. Und da haben wir das komplette Gegenteil erlebt. Also da waren wir bei einem Bestatter
Und der hat eigentlich nur abgeklappert, was der uns noch verkaufen will. Also wir haben im Prinzip eine Preisliste abgearbeitet. Und das hatte ich bei euch keine Sekunde. Keine einzige Sekunde. Also da warst du, ich hatte nicht das Gefühl, ich sitze in einem Verkaufsgespräch, sondern wir haben erstmal Zeit gehabt auch. Es war nicht Hektik im Kessel. Und dann wurde natürlich erklärt, was für eine Urne gibt es und welche Möglichkeiten gibt es. Aber es war kein peinliches Verkaufsgespräch. Das war wirklich bei der Beerdigung meiner Mutter. Sind wir eigentlich da raus? Wir haben das fast schon so lustig gefunden und sind mit so einem Galgenhumor da raus und haben gedacht, ey, die waren jetzt kurz davor, meiner toten Mutter noch eine Lebensversicherung zu verkaufen. Das war völlig schräg. Und das habe ich bei euch keine einzige Sekunde so empfunden. Ich glaube, das ist auch, also das stellen wir auch fest und das ist auch ein sehr spannend zu beobachten, dass der Humanbestatter und der Humanbereich, der war schon immer da und der ist normal für die Menschen. Der wird überhaupt nicht so hinterfragt. Es gehört sich irgendwie auch nicht, das zu hinterfragen. Das ist bei uns eine ganz andere Situation. Unsere Tierhalter sind in vielen Situationen, auch wenn sie sich zu Anfang noch nicht sicher sind, sehr skeptisch und hinterfragen unsere Dienstleistung natürlich. Und wir verstehen uns da als zu großen Teilen auch als Begleiter. Also wir haben natürlich eine Dienstleistung, aber die ist es alleine nicht. Also die Einäscherung oder die Beratung im Bereich der verschiedenen Möglichkeiten, eine Urne, ein Schmuckstück, aber der Austausch mit den Menschen, die zu uns kommen und sich die Geschichte des Einzelnen anzuhören, bei dir war es die Geschichte von Mina und dir, das ist, glaube ich, das, was dafür sorgt, dass derjenige, der bei uns ist, mit einem guten Gefühl nach Hause geht. Total. Dass er traurig ist, aber ein gutes Gefühl und ist für sich klar, das war der Weg, den ich gehen wollte. Ja, ich habe das ja auch in meinem Umfeld erlebt. Natürlich haben viele Freunde von mir Hunde. Ich habe aber auch eine Menge Freunde, die keine Hunde haben. Und wenn du dann erzählst, ja, ich lasse meinen Hund einäschern, ich habe irgendwie ein besseres Gefühl dabei, ich kann den Hund bei mir tragen im Zweifel, da habe ich schon gemerkt, dass die keinen Hund haben, erstmal denken, okay, muss ich mal drüber nachdenken. Und wenn du es dann aber erzählst und vor allen Dingen, wie es dann gelaufen ist und vor allen Dingen, wie die gemerkt haben, wie ich damit umgehe, war das für die hinterher total logisch. Ja. War das einfach total logisch.